Gladiator Guild Manager. Absolut fantastisches Game. Dieses Game gibt es mit einem kleinen Ausschnitt jetzt hier gleich zu sehen. Und das komplette einstündige Gameplay findest du ab jetzt auf dem Zweitkanal auf Feierabend Trash. Verlinke ich dir direkt unter dem Video. Bis gleich. Oh, you're the new guild owner, I think. Ja, Mann. Welcome to Deadwoods. Ja, und dann geht's auch direkt los. Man kann alles auf Deutsch einstellen. Das heißt, man kriegt das auch alles irgendwie mit, worum es hier eigentlich geht. Das heißt, wir haben hier so ein kleines Dorf, so eine kleine Map, so eine Übersicht. Dann gibt es hier so eine Art Dungeon und verschiedene Ereignisse, in denen wir dann Runde um Runde uns weiter durchprügeln müssen, bis zu gewissen Endbossen, wo wir allerdings auch nach Abständen immer mal wieder rein können. Dann haben wir hier die Gilde. Und hier können wir die verschiedensten Bereiche weiter ausbauen. Und so sieht das Ganze erstmal aus. Und wir können uns, wir haben jetzt hier gerade noch gar keine Gladiatoren, sehe ich das richtig? Das ist so, ne? Das heißt, wir gehen mal eben in den Gladiatorenmarkt hier unten rechts und suchen uns die ersten Gladiator aus. Und das Schöne ist bei denen, die haben auch noch so verschiedene Perks, also so verschiedene Buffs oder Debuffs. Erhält jedes Mal beim Erleiden von Schaden einen Bonus von 10% auf Agilität. Als Bogenschütze agilitätslastig ist das natürlich sehr, sehr praktisch. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Infos zu den verschiedenen Klassen, was die denn so für Stärken und Schwächen haben. Hier unten dann der Schaden und sowas alles. Also die ganzen Details. Und die können wir dann auch noch aufrüsten mit Gegenständen. Also noch ein bisschen weiter buffen. Auch das ist richtig gut. Was haben wir hier? Gegnerschaden zufügen heilt 5% der maximal. Okay, das ist ja krass. 30% erhöht Schütterschaden gegen Bosse. Okay, der ist ja schon mal sensationell. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nur mit den Zweien rein und sparen uns ein bisschen was. Und gehen hier einfach mal direkt hier in die erste Runde. Also, 2 gegen 2. Rein in den Fight. Und jetzt haben wir hier die Arena und können unsere beiden Helden, unsere beiden Gladiatoren platzieren. Das heißt, wir nehmen hier einmal den Frontkämpfer. Ja, Mann. Der Dulgun. Und hier Ayara. Und im Hintergrund sozusagen. Ja, und die metzeln jetzt mal los. Fight! Bam! Und er haut richtig rein. Bam! Jawohl. Das ist halt das Coole. Er kickt immer ein bisschen zurück. Und dann kommt die Kelle. Zack. Und von hinten einfach mit dem Bogen. Einfach gut, ey. Sehr schön. Totenerweckung verhindern. We need your help, my lord. The Church of the Dead has risen our ancestors from their graves. Vielleicht mache ich das erst, vielleicht schaffe ich das. Ich weiß nicht, ob das geht. Gucken wir mal, vielleicht schaffen wir das und überleben. Und ich bleibe als erst in beiden Fällen, ich bleibe erstmal ganz hier hinten und lass die Bogenschützen schon mal wirken. Oh. Oh. Ja, Mann, gib ihm. Oh, der beschwört. Komm, jetzt gib ihm. Yes. Sehr gut. Beide. Many thanks, my lord. The dead can rest in peace. Keine Ursache. Achso, eine Belohnung müssen wir auswählen. Stein brauchten wir, ne? Damit wir weiter upgraden konnten. Wir wählen Stein. Und haben jetzt auch noch mehr XP bekommen. Aber, ja, auch ein bisschen mehr Geld, aber nicht viel. Hier ist noch was. Oh, die waren immer ziemlich stark. Da machen wir das ganz genauso. Auf Abstand erstmal. Max Range. Und erstmal drauf schießen. Erstmal. Und was man halt sieht, die haben hier diese graue Leiste, die Gegner. Oder auch die eigenen Einheiten. Das ist halt so die Ausdauer sozusagen. Ach so, ich darf nur einen. Ich darf nur mit einem. Ich muss den nehmen. Ich muss den nehmen. Weil der muss leveln.
Gib ihm! Hau ihn um! Yes! Schön mit der Faust! Bam! Jawohl! Und er hat kaum noch Ausdauer. Alter, jetzt hat er richtig gekriegt. Jawohl! Bester Mann, Alter. Jetzt geht's doch. No more whispering from him. Perfekt. Wir haben 400 Ocken gekriegt. 400 Taler. Und jetzt gucken wir mal, ob wir unsere... ob wir hier nicht ausbauen können. Was hatten wir denn? Oh, hier haben wir eine Zähmerhalle. Worgs anzuheuern. Bestien, die darauf ausgerichtet, abgerichtet wurden. Ach, das ist ja krass. Das habe ich noch nicht gesehen. Verletzliche, aber gefährliche Ziele hinter feindlichen Linien zu jagen. Das ist sehr, sehr geil. Beim ersten Testen hatte ich nämlich irgendwann so Zauberer, die hinten standen und übelst den Schaden gemacht haben. Und das ist ja der Counterpart wahrscheinlich. Kaufen, gehen wir hart rein. Das ist ja krass. Aber die sind doch wahrscheinlich jetzt noch nicht da, ne? Gladiatorenmarkt. Sind noch nicht drin. Hier kommen dann neue. Bin ich gespannt. Wir gehen jetzt erstmal hier jetzt rein. Jetzt sollte das ja wohl alles kein Problem mehr sein. Also, gegen. 3 gegen 3 machen wir. Wir nehmen einfach alle mit. Zack. Zack. Wir müssen da vorne schnell hin. Zack. Kampf. Geblockt. Er hat ihn tot gemacht. Das ist... Alter. Er hat beide gekillt. Ist das heftig, ey. Aber da sieht man mal den Unterschied. Ein Level 3 ist halt schon deutlich stärker als 3 Level 1. Oder jetzt das, was ich hier hatte. Das ist ja mies, ey. Gucken wir mal, ob wir noch andere Aufgaben erledigen können. Wo wir halt Ruf haben, ne? Ja, Mann. Lass krachen. Den Necromancer machen wir platt. 3 gegen 3. Hier haben wir jetzt 2 Nahkämpfer. Und er beschwört halt gleich zu Anfang jemanden. Bedeutet auch hier, wir können 3 reinnehmen. Wir gehen mit 3 Leuten rein. Wir nehmen den Worg. Wir nehmen die Fernkämpferin. Ja. Und go. Und er geht direkt durch. Oh, 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 oh. Die greifen natürlich auch ihn an. Und er... Ich wollte gerade sagen, er ist geplatzt. Nee, der andere ist geplatzt. Das ging schnell. Many thanks. Das ging schnell, ey. Krass. Und da haben wir schon die nächste... den nächsten Dungeon, in Anführungszeichen. Die Farm als Arena. Und das kommt jetzt gleich. Gehen wir mal bis da vorne hin und gehen dann danach... Stopp. Totenerweckung verhindern, das kriegen wir vorher noch hin. Now they really crossed the line. They arrived in the middle of the field. Direkt gegen 4. Told us how they are in a hurry to close a killer deal with some traveling flesh trader. Ja, Mann, wir gehen da rein, ey. 4 gegen 4, Alden. Oh, guck mal hier. Verseucher. Verseucher und Beschwörer und Henker. Okay, was zum Henker? Er kommt nach vorne, er zündet die Henker an. Bisschen später kommt der Bersi und haut die Kellen raus aus der zweiten Reihe. Er kommt, können wir ja auch hier oben hinsetzen, geht hinten rum direkt auf Ette und Bogenschütze bleibt einfach hinten in der Reihe und gibt alles. So der Plan. So der Plan. Ob der nur aufgeht, kann keiner genau wissen. Ich kann ihm hier noch was geben. Mächtiger immun gegen Umwerfen. Kann ich ihm das geben? Ja. Auf den Slot vorne ist das jetzt. Er hat schon ein Getränk. Und was ist das? Ausdauerbuff. Kriegt Ette hier auch. Damit die schön durchballern kann. Und gib ihm! Jawohl, schießt hinten durch. Hat aber auch Schaden gekriegt. Alter, das ist so schnell, ich sehe da nichts. Bleib am Leben, Alter. Yes! Einfach alle
alle überlebt. Ask, ah, sehr gut, ey. Ja, so sieht's erstmal aus im Game. Ich würde sagen, wenn's dir gefallen hat, gerne Daumen da lassen, den niegelnagelneuen Kanal gerne auch abonnieren, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos zu diesem Game oder zu anderen kleinen Schmuckstücken aus der Indie-Szene. Bis dahin.